Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Haushaltsdebatten sind immer auch Zukunftsdebatten. Es ist eine Stärke unserer Demokratie, um den besten Weg zu ringen. Aber dafür braucht es natürlich auch Alternativen. Und meine Damen und Herren von der SPD und von der FDP, rumschnacken statt eigene Vorschläge auf den Tisch zu legen, das löst nicht die Probleme des Landes. Meine Damen und Herren, der Haushalt 24 ist ein Haushalt in Krisenzeiten. Ein Haushalt mit einem Notkreditrahmen über 1,5 Milliarden Euro, denn die Finanzlage des Landes ist erheblich beeinträchtigt. Ein Haushalt mit 130 Millionen Konjunkturkrediten, weil die Wachstumsprognosen nicht gut sind. Meine Damen und Herren, Bund wie Länder stellen fest, in Zeiten multipler Krisen passen Einnahmen und Ausgaben nicht zueinander. Vor allem, weil staatliche Maßnahmen vom Bund wie vom Land beschlossen zur Bewältigung der unterschiedlichen Krisen zu Mehrausgaben und zu Mindereinnahmen führen. Und das sehen wir natürlich auch in unserer Landeskasse ganz deutlich. Schauen wir auf den Ausgabebereich. Ob Deutschlandticket, Wohngeldreform, Baukostensteigerung, hohe inflationsbedingte Tarif- und Besoldungssteigerung, ob Mehrausgaben für Asyl und Flucht oder 120 Millionen Zinsanstieg. Das sind rasant steigende Ausgaben und das sind Aufgaben, die wir als Staat zu erfüllen haben. Meine Damen und Herren, schauen wir auf den Einnahmebereich. Allein die großen Steuerpakete, Jahressteuergesetz, Inflationsausgleichsgesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz, Wachstumschancengesetz kosten Land und Kommunen in diesem Jahr in Schleswig-Holstein rund 690 Millionen Euro. Und in Folge, meine Damen und Herren, haben wir mit rund 13 Milliarden Steuereinnahmen nur rund 50 Millionen mehr als vor 2 Jahren. Und natürlich lassen sich damit diese rasant steigenden Ausgaben nicht finanzieren. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen für den Landeshaushalt sind enorm. Und deshalb hat der Landtag im November mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD, FDP, SSW, nein, nicht FDP, mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und SSW eine außergewöhnliche Notsituation auch für das Jahr 24 festgestellt. Mit den Stimmen der SPD, die damals noch voll davon überzeugt war. Wenn Sie die Rede nachlesen, Sie wundern sich ja, was hier heute passiert. Meine Damen und Herren, wahrscheinlich hat die FDP jetzt die SPD überzeugt. Meine Damen und Herren, die Landesregierung wurde aufgefordert, mit dem Beschluss Maßnahmen zur Krisenbewältigung, auf die sich das Parlament vorher verständigt hatte, im Haushalt Notkredit zu veranschlagen. Und genau das haben wir gemacht. Und das Parlament hatte sich vorgenommen, dann im parlamentarischen Verfahren die Maßnahmen im Lichte des Bundesverfassungsgerichtsurteils selbst erneut zu überprüfen. Und da wundere ich mich ein bisschen über die SPD, die so tut, als sei ein Haushalt reine Aufgabe der Landesregierung. Sie, liebe Abgeordnete, beschließen über diesen Haushalt. Sie können alles ändern, was Sie wollen. Machen Sie es, legen Sie Vorschläge vor, wenn Sie bessere Ideen haben. Meine Damen, meine Damen und Herren, und auch wenn es Aufgabe des Parlaments ist, hat die Landesregierung sich im Rahmen dieser Beratung klar positioniert. Wir sagen, in Krisenzeiten wie diesen ist es richtig und verantwortbar, mit Notkrediten zu arbeiten. Wir sagen, der Landeshaushalt ist verfassungskonform und wir stellen fest, die Opposition prüft immer noch. Sie klagen. Ja, sagen Sie es doch. Frau Mitjartli,
Der FDP-Fraktionsvorsitzende muss ja schon für Sie sprechen und sagen, Sie prüfen gemeinsam, weil Sie sich irgendwie nicht trauen zu klagen oder nicht wissen, ob Sie klagen. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, prüfen Sie. Wir haben geprüft. Aus unserer Sicht ist es verfassungskonform. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ich gerne, wenn Frau Mitjadli sich positionieren möchte, wäre ich froh drum. Sie hat sich bereits positioniert, Sie hätten zuhören können. Ich habe zugehört. Frau Ministerin, lassen Sie eine Frage von Frau Mitjadli zu. Frau Ministerin, ich wiederhole mich gerne noch einmal, die Verfassungsmäßigkeit eines Haushaltes ist nicht trivial. Und bevor man die Überschrift hat, wir ziehen vors Gericht, wissen Sie, und das haben Sie hoffentlich vorher mal geprüft, welche Prüfungen vorher erforderlich sind, damit man dann die nächsten Schritte gehen kann. Und das haben wir mit der FDP gemeinsam auch eingeleitet. Das habe ich wohl verstanden. Deshalb habe ich ja gesagt, Sie prüfen noch. Meine Damen und Herren, und natürlich befolgen wir, Sie lassen prüfen. So. Ich hoffe nur, dass meine Zeit nicht weiterläuft bei diesem munteren Austausch hier. Ich habe es jetzt aber verstanden, die SPD lässt prüfen. Gut, meine von der FDP, das finde ich eine gute Zusammenarbeit Hand in Hand. Meine Damen und Herren, und natürlich befolgen wir als Landesregierung die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Wir entscheiden und veranschlagen jährlich in der Gesamtschau der Krisen, welche Maßnahmen zur Bewältigung erforderlich sind. Wir begründen jede Maßnahme zudem noch einzeln. Wir tilgen Not- und Konjunkturkredite, wie gesetzlich vorgeschrieben, und wir haben zudem einen klaren Konsolidierungskurs vereinbart. Meine Damen und Herren, wenn der Wind von vorne weht, muss man gemeinsam und entschlossen handeln. Planbar und verlässlich. Und auch deshalb war es Ministerpräsident Günther und mir wichtig, gemeinsam sowohl den Haushalt als auch den kommenden Konsolidierungskurs vorzustellen. Und ich bedanke mich beim Kabinett für die vielen wirklich vertrauensvollen und guten Sitzungen, in denen wir miteinander um gute Antworten für unser wunderschönes Bundesland ringen. Meine Damen und Herren, Notkredite sind keine Dauerlösung. Als Koalition sind wir uns dieser Verantwortung bewusst und wir handeln gemeinsam, geschlossen, geradlinig. Mit dem Haushalt 2024 wird ein erstes Sparpaket umgesetzt. Mit weniger Mitteln für die Landwirtschaft, Naturschutz, Hochschulen, Straßenbau, mit einer Begrenzung des Kostenanstiegs im Schul-, DATS- und Hortgruppenbereich. Mit dem Haushalt 25 geht es weiter. In 200 Millionen Euro Schritten, bis die Lücke über 1 Milliarde Euro geschlossen ist. Das wird kein Spaziergang. Wer Haushaltskonsolidierung schon einmal mitgemacht hat, der weiß, der Weg wird steinig und unbequem. Und gerade weil es um Daseinsvorsorge geht, um die Handlungsfähigkeit des Staates, um Infrastruktur, um Bildungschancen, um innere wie soziale Sicherheit, gerade deshalb braucht es Augenmaß. Wir tragen Verantwortung für 2,9 Millionen Menschen in diesem Land. Ich sage mal, by the way, der Bund der Steuerzahler hat gerade mal 8.500 zahlende Mitglieder. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich für ein schrittweises Vorgehen, für ein abgefedertes Vorgehen entschieden. Und im Grundsatz folgen wir damit dem Rat der Sachverständigen, der ja sagt, dass es nach einer Notlage eine Übergangszeit braucht, um wieder in Tritt zu kommen. Er schlägt reguläre Schulden vor. Diese Möglichkeit haben wir aktuell nach dem Grundgesetz nicht. Und ich sehe dafür auch keine Mehrheit im Bundestag und schon gar keine Zweidrittelmehrheit, Frau Mitjadli. Ich weiß nicht, warum Sie immer an den Ministerpräsidenten appellieren, wenn Ihr eigener Kanzler nicht einmal klar nach vorne geht und dafür kämpft. Meine Damen und Herren, seien wir doch ehrlich miteinander. Lücken in der Finanzplanung lassen sich nicht über politische Debatten zur Schuldenbremse schließen. Wir brauchen eine Lösung für das Hier und Jetzt in Schleswig-Holstein im Jahr 2024. Der
Der Vorschlag der Koalition liegt auf dem Tisch. Ein abgefederter Konsolidierungspfad, für den wir ja auch angespartes Vermögen einsetzen wollen. Das kann man falsch finden. Und auf Antrag der FDP reden wir nicht heute, sondern morgen über den Versorgungsfonds. Das kann man falsch finden. Aber, meine Damen und Herren, wer gegen Notkredite ist, wer gegen den Einsatz von Vermögen ist, der ist automatisch für einen radikalen und abrupten Sparkurs. Denn wie soll es denn sonst gehen, meine Damen und Herren? Und liebe SPD, liebe FDP, wie passt das denn zu Ihren Anträgen? Unzählige Anträge, in denen Sie Sitzung für Sitzung millionenschwere Ausgaben fordern. Immer mehr. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, meine Damen und Herren. Das funktioniert in der Haushaltspolitik nicht. Und weil Sie heute hier mit leeren Händen stehen, versuchen Sie es mit Kraftmeierei. Ich habe mir mal das alles aufgeschrieben. Sie hat den Überblick verloren. Sie hat keine Kontrolle mehr. Politische Bankrotterklärung, unseriöses Handeln, Scherben der eigenen Finanzpolitik. Meine Güte, machen Sie doch einfach eigene Anträge, dann können wir in der Sache streiten, statt einfach nur Wörter in den Raum zu schmeißen. Meine Damen und Herren, und wie es zusammenpassen soll, ein 15 Milliarden Euro Notkredit von der SPD zu fordern und gleichzeitig diesen Notkredit, der auch Investitionen für Klima beinhaltet, abzulehnen, das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Meine Damen und Herren, mit dem Haushalt 2024 steigen die Ausgaben auf rund 18 Milliarden Euro. Das sind 1,3 Milliarden mehr als im letzten Jahr. Und ja, ein Teil der Ausgabensteigerung ist krisenbedingt. Aber ein anderer Teil ist auch Folge relevanter politischer Beschlüsse. Und ich will einmal drei Beispiele nennen. Und ich habe mir Beispiele rausgesucht, die wir gemeinsam mit der FDP beschlossen haben und die extrem kostenträchtig sind. Der Verbundsatz für den kommunalen Finanzausgleich wurde erhöht. 73 Millionen mehr in 24 für die Kommunen im Vergleich zu vorher. Der Landesanteil Kita-Kosten für die Betriebskosten wurde erhöht. Eine Verdreifachung innerhalb von 7 Jahren. Wir sind jetzt bei fast 700 Millionen. Und drittens, statt Stellen abzubauen, wurden Stellen aufgebaut. Und meine Damen und Herren von der FDP, all diese Beschlüsse haben wir gemeinsam gefasst und heute sprechen Sie von jahrelang verzögerter Haushaltskonsolidierung. Hand aufs Herz, das ist fadenscheinig, das ist durchsichtig. Meine Damen und Herren, anders als die FDP steht die Landesregierung zu den in den letzten Jahren gefassten Beschlüssen. Es war richtig, die Kitas zu stärken. Es war richtig, weitere Stellen für Lehrkräfte bei steigenden Schülerzahlen zu schaffen. Es war richtig, die Sicherheitsbehörden zu stärken. Und es war richtig, die Kommunen zu stärken und in Infrastruktur zu investieren. Und es ist richtig, auch mit diesem Haushalt in eine nachhaltige Entwicklung des Landes zu investieren, auch mit Notkrediten, gerade weil die Wirtschaftsprognosen nicht rosig sind. Meine Damen und Herren, die Landesregierung legt Ihnen einen Haushalt vor, der nicht nur spart, sondern auch investiert. Es ist richtig, an der Westküste zu investieren, denn für Energiesouveränität brauchen wir große Ansiedlungsprojekte wie Northvolt. Es ist richtig, die Kommunen bei der kommunalen Wärmewende zu unterstützen, damit wir energieunabhängig werden. Es ist richtig, unserer humanitären Verpflichtung der Versorgung der Flüchtlinge nachzukommen. Und es ist richtig, die Kommunen hier mit der Kapazität, die wir selbst schaffen, zu entlasten. Es ist richtig, in das Bildungssystem, in die Digitalisierung zu investieren. Es ist notwendig, soziale und innere Sicherheit aufrechtzuerhalten. Gerade in Zeiten einer großen gesellschaftlichen Verunsicherung brauchen wir einen handlungsfähigen Staat. Meine Damen und Herren, und mit den großen Personalinvestitionen wollen wir natürlich attraktiver Arbeitgeber bleiben. Und ich muss schon ein bisschen schmunzeln, liebe SPD. Sie haben Angst, dass uns Polizisten weglaufen. Sie wollen ja gar keine einstellen, wenn ich die Zeitung heute richtig lese. Meine Damen und Herren, und es ist auch richtig,
Und es ist auch richtig, dass wir in den letzten Jahren Vermögen aufgebaut haben, was wir heute einsetzen können. Das ist doch kein Scherbenhaufen der Finanzpolitik, liebe FDP, wenn wir Vermögen aufgebaut haben. Meine Damen und Herren, wenn sich die geopolitische Lage dramatisch ändert, wenn wir mitten in Europa einen russischen Angriffskrieg haben, wenn Krieg und Klimaveränderung dazu führen, dass sich Millionen von Menschen auf die Flucht begeben, dann verändert sich auch die finanzielle Situation hier im Land. Frau Ministerin, lassen Sie eine Frage des Abgeordneten Vogt zu. Das tut mir zum Durchatmen gut. Vielleicht bringt noch jemand ein Glas Wasser für meine letzten zwei Minuten. Lassen Sie sich Zeit. Ich wollte nicht die Kommunikation da stören. Liebe Frau Finanzministerin, ich weiß nicht, ob ich mich nicht richtig ausgedrückt habe, aber ich habe mitnichten kritisiert, dass Rücklagen aufgebaut wurden. Mein Punkt ist, dass Sie an die Rücklage gehen, die die Beamtinnen und Beamten selbst mitfinanziert haben, zu einem großen Teil. Und das ist genau das Problem. Und darüber werden wir uns ja morgen noch auseinandersetzen, ob das die richtige Rücklage ist, ob das der richtige Weg ist. Mein Eindruck ist, dass sich das Verständnis der Beamtinnen und Beamten über diese Maßnahme in ihrer Finanzplanung, dass sich das Verständnis darüber in sehr, sehr engen Grenzen hält, um nicht zu sagen, dass die Menschen entrüstet sind, weil es anderes angekündigt war, immer versprochen wurde. Und ich glaube, das muss man ein bisschen besser erklären, als Sie das gerade getan haben. Genau, ich sollte es ja auch morgen erklären, so war Ihr Wunsch im Ältestenrat. Danke für die Minute, die ich jetzt habe. Das freut mich, dann kann ich heute da schon was zu sagen. Denn das, was Sie sagen, vorhin gesagt haben, Herr Funk, ist ja grundfalsch. Sie haben ja behauptet, dass die Versorgung der Versorgungsempfängerin davon abhängt, ob und in welcher Höhe Länder Versorgungsfonds haben. Wenn das so wäre, hätten wir tatsächlich ein Problem. Das ist nicht so. Wir haben eine im Grundgesetz festgeschriebene Alimentation, Besoldung wie Versorgung. Und ob und in welcher Höhe ehemalige Beamtin ein Ruhegeld bekommt, ist völlig unabhängig von der Frage, ob und in welcher Höhe ein Versorgungsfonds da ist. Da haben Sie vorhin einen anderen Zusammenhang hergestellt. Gut, dass ich hier noch mal die Möglichkeit habe, das zu korrigieren. Lassen Sie eine weitere Frage von Herrn Vogt zu. Gerne. Ich möchte, Frau Ministerin, und Ihr Enthusiasmus stimmt mich hoffnungsvoll für die kommenden Jahre. Ich will nur sagen, Frau Ministerin, es ist ja immer schön, wenn man sich absichtlich missversteht. Denn das, was Sie behauptet haben und gesagt haben, das sei so nicht richtig, habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dieser Versorgungsfonds wurde ja aufgebaut von Ihnen. Ja, ich habe ja vorher eine andere Rücklage, dann hat man diesen Versorgungsfonds aufgebaut. Von Ihnen aus gutem Grund, weil man gesagt hat, man will die bestehende Pensionierungswelle finanziell abfedern. Das Geld wird jetzt größtenteils, so habe ich Sie verstanden, bei der Finanzplanung, aufgezehrt, um die Haushaltslöcher zu schließen. Mit dem Geld der Beamtinnen und Beamten, die dieses Jahr größtenteils selbst geleistet haben. Soweit sind wir uns hoffentlich noch einig. Und ich habe nicht gesagt, dass jetzt die Pensionen nicht mehr ausgezahlt werden. Ich habe gesagt, ich glaube Ihnen nicht die Behauptung, das wird keinerlei Auswirkungen haben, wenn es diesen Versicherungsfonds nicht mehr gibt. Warum haben Sie den sonst aufgebaut? Also ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Auseinandersetzung erwarte ich dann auch von Ihnen, wenn Sie mir schon die Ehrlichkeit absprechen. So, jetzt habe ich ja wieder eine Minute, Herr Gattert. Herr Abgeordneter, Sie haben eben erneut einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Höhe der Versorgung und der Frage, ob und in welcher Höhe Länder ein Versorgungsfonds. Wenn Sie den Zusammenhang nicht herstellen, haben wir hier schon mal eine gute Gemeinsamkeit, dass wir gemeinsam feststellen, die Höhe der Versorgung ist komplett unabhängig von der Frage, ob und in welcher Höhe Länder eine Versorgungsfonds haben. Das ist gut, wenn wir hier eine Gemeinsamkeit haben, dann sind wir einen Schritt weiter im Vergleich zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Meine Damen und Herren, die finanzielle Situation im Land hat sich dramatisch verändert. Sie hat sich grundlegend verändert. Mit dem Haushalt 2024 beginnt ein Konsolidierungskurs, der nur zu schaffen ist, wenn wir uns auch auf eine Veränderung von Strukturen
einstellen. Die Landesregierung wird auf alle Beteiligten zugehen und das Gespräch suchen, um einen Weg zu finden, wie wir es am besten schaffen können. Wir werden mit den Kommunen über Bürokratieabbau sprechen, um gemeinsam Kosten zu reduzieren. Wir werden mit Zuschussempfängerinnen reden, mit dem Ziel, Planbarkeit und Verlässlichkeit trotz enger Budgets sicherzustellen. Wir werden alle Förderprogramme und Maßnahmen darauf überprüfen, was prioritär geleistet werden muss. Die Zeiten sind nicht einfach. Die Koalition ist darauf eingestellt, der Konsolidierungskurs steht. Und wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein. Schleswig-Holstein ist es schon einmal gelungen, den Haushalt zu konsolidieren. Und dabei ging es deutlich schneller als anfangs erwartet. Ältere, so wie ich, erinnern sich daran, weil sich Zukunft, ja, ich weiß, dass Sie das Verfahren traumatisiert hat, Herr Vogt, und deshalb war die FDP in der Jamaika-Koalition für keine einzige Sparmaßnahme zu gewinnen, sondern nur für Mehrausgaben. Aber werfen Sie mir heute nicht vor, dass der Haushalt ist, wie er ist. Meine Damen und Herren, im Vergleich, ich war ganz entspannt angefangen, positiv, und hatte gesagt, und das entspricht der Tatsache, dass es Schleswig-Holstein schon einmal gelungen ist, den Haushalt zu konsolidieren, und dass es dabei deutlich schneller und besser ging als anfangs erwartet. Denn wir hatten 2013 erste Haushaltsüberschüsse und haben nicht 10 Jahre sparen müssen. So, im Vergleich zu 2009, als wir das letzte Mal einen Konsolidierungspfad einschlagen mussten, im Vergleich dazu hat sich auch die Ausgangslage verbessert. Die Zinssteuerquote lag bei 15,9%, heute bei 4,7%. Die Investitionsquote lag bei 8,7%, heute bei über 13%. Die Nettokreditaufnahme lag damals bei 980 Millionen, heute notkreditbereinigt bei 130. Und die Finanzkraft ist leicht gestiegen. Meine Damen und Herren, ich hätte mich gefreut, wenn heute auch über die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung debattiert worden wäre. Denn das ist das, was die Menschen draußen im Land in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Sie erwarten eine Antwort von uns. Wir als Landesregierung werden Vorschläge machen. Wir werden die Antwort geben. Gemeinsam, geschlossen und geradlinig machen wir uns auf den Weg, mutig und umsichtig.